Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, weil sich das so viele von euch gewünscht haben, zeige ich euch jetzt meine Schminksammlung und so ein bisschen dieses kleine Zimmer. Ganz viel Spaß wünsche ich euch dabei. Wenn man durch die Tür kommt, sieht man erstmal meinen Kleiderschrank mit den Schuhen da oben. Dann geht es weiter mit dieser Ecke. Es sollte mal eine Blumenwand werden, aber yeah, mir sind irgendwann die Blumen ausgegangen, deshalb ignoriert es einfach. Genau, hier ist ansonsten noch meine Kamera, ein Stativ, daneben dran meine Gitarre und hier ist noch eine Softbox. Fokussieren. Genau, diese Müllertüte, da ist ein Plakat drin, das hänge ich anstelle von der Blumenwand hin, ja, um einfach Fotos zu machen oder kleine Videos für Instagram als Hintergrund. Genau, dann geht es weiter hier mit einem Regal. Genau, also nicht weiter spannend. Hier unten, ja, ist noch mein Keyboard. Dann die Mülltonne und dann mein Riesenschreibtisch. Genau. Ja, hier ist mein Handy, mein Terminkalender. Ja, hier sind noch ein paar Sachen. Und ja, mein Magnetboard heißt es so, keine Ahnung. Da ist noch ein Bild. Dann geht's hier weiter mit meinem Laptop, ganz normale Bürosachen, WLAN-Box, Drucker. Das hier ist ein Tee. Den habe ich von Özge geschenkt bekommen, von meiner Freundin zum Geburtstag. Und ja, das sind halt Teebeutel drin. Von Rituals. Genau, Hammam Mint. Ansonsten ist hier noch ein Notebook, also noch so ein Notizbuch. Dann, ja, wie so ein Sparschwein. Den fülle ich dann auf und gebe es meiner Mutter. Die spendet es dann an irgendwelche Stellen. Und hier sind ansonsten noch Kerzen. Dann ist hier noch eine Softbox, deswegen ist das Licht hier so kurz schlecht. Hier ist die Wand, an der ich immer drehe. Also diese Wand seht ihr dann meistens, ja, bei meinen Videos. Und hier oben ist noch ein Regal mit ganz vielen Kerzen. Ich liebe Duftkerzen. Und noch so ein Teil, was ich mal gebastelt habe. Genau. Und hier habe ich noch ein paar Ketten von mir aufgehangen. Und ja. Und das ist mein Teppich hier. Den hat meine Mama mir gekauft. Und dann ist hier noch so ein fluffiger Kissen, weil ich mich dann da meistens hinsetze auf dem Boden und entweder Zeitschriften oder Bücher lese. Genau, hier sind so ein paar Wirtschaftszeitschriften und aber auch so Fashion und sowas. Genau, hier chill ich mich meistens hin. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptmöbelstück dieses Videos, mein Schminktisch. Und hier ist noch mein Hocker und ein paar andere Sachen, die ich nicht anders verstauen konnte. Genau. Ich würde sagen, wir fangen an mit diesem Teil hier. Das hier habe ich mir mal gekauft, weil ich einfach mehr Stauraum brauchte. Das ist eigentlich, glaube ich, für Gemüse oder sowas. Habe ich jetzt einfach umfunktioniert. Ganz oben sind meine Pflegeprodukte, die ich so täglich brauche. Die anderen habe ich hier verstaut. Genau. Ja, ignoriert es einfach. Ja. Hier ganz grob erkläre ich euch einfach, was hier drin ist. Hier sind noch so zwei, ja, so zwei Behälter drin. Und hier ist eine Nagelfeile drin, ansonsten noch ein paar ja, Lip Liner oder Kajals. Und hier genauso. Hier ist auch eine Nagelfeile noch drin. Und ansonsten meine ganzen Pinzetten sind hier noch. Und dann hier sind hier noch ein paar Masken drin. Wie heißen die? Q-Pads? Q-Tips. Noch ein paar Q-Tips. Dann ein paar Schwämme sind hier noch drin. Dann ein Fixplus ist hier noch drin. Dann ist hier, glaube ich, noch irgendwo ein Fixplus drin. Genau hier, der ist aber fast leer. Dann meine Bodylotion, mein Haarglättungsschutz und hier noch ein Anti-Frizz-Spray. Dann hier noch was für die Haare, dann ein Trockenshampoo. Dann, ja, hier noch ein paar medizinische Sachen. Ja. Das war es dann eigentlich grob. Dann gehen wir runter auf die nächste Etage. Ja, hier sind noch Kosmetiktücher drin.
Und die meisten meiner Paletten sind hier noch drin. Die kann ich euch auch noch mal einzeln zeigen. Und zwar ist hier einmal die Zoeva-Palette drin, eine Blush-Palette. Kann ich euch mal kurz zeigen, wie es von innen aussieht. So sieht die aus, habe ich noch nicht benutzt. Genau. Ich mal dahin. Hier ist noch eine Palette, auch eine Highlighter- und Blush-Palette von Urban Decay, aber die sieht so aus. Genau. Highlighter und Blush eben. Dann, ihr werdet noch viele Urban Decay Paletten sehen. Hier noch eine. Die hier, die Verpackung ist so schön. So heißt die. Und die Farben sehen so aus. Also das sind alles schimmernde Töne, bis auf einen, den schwarzen. Genau, der ist matt. Ansonsten sind die alle schimmernd. Ich bereue es ein bisschen, den gekauft zu haben, weil ich den auch nicht so oft benutze und die Farben, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Auf jeden Fall habe ich den jetzt. Und der liegt halt da rum. Dann hier noch eine Urban Decay und zwar Born to Run. Den habe ich nicht bereut, gekauft zu haben. So sieht die Umverpackung aus. Richtig, richtig schön. Und die Töne dazu sehen so aus. Also hier sind schimmernde und auch matte Töne drin. Genau. Dann ist hier, welch ein Wunder, noch eine Urban Decay Palette drin. Da finde ich die Verpackung auch so wunderschön. Genau so. Ich glaube, das war eine Limited Edition. Bin mir aber nicht sicher. Und da sehen die Töne so aus. Da sind auch matte und schimmernde drin. Genau. Hier nochmal eine von Urban Decay. Und zwar ist es aber diesmal eine Contouring-Palette. Genau, so. Wenn man die aufmacht, sieht die einmal so aus. Und dann, wenn man den nochmal umklappt, sind da einmal Cremeprodukte drin. Also einmal Pudercreme und Puderprodukte. Genau, benutze ich jetzt auch nicht so oft. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich das halt nicht sehe und vergesse ich dann einfach zu benutzen. Dann sind hier noch so ein paar kleine drin. Und ein von Kiko. Den kann ich jetzt leider nicht aufmachen, weil deine Farbe gebrochen ist. Und wenn ich das öffne, dann fliegt das hier überall rum. Aber auf jeden Fall sind es so lila-rosane Töne. Schimmernde Farben. Dann ist hier noch eine kleine Mini-Palette von Sleek und zwar Blush. Das sind halt drei verschiedene Blush-Töne. Die sind da oben abgebildet. Genau. Dann ist hier noch eine von Sleek. Ich hatte noch mehr, aber ich habe die verschenkt. Ja, das, weil ich benutze die auch nicht so oft. Ich weiß noch, wo ich die Palette hier unbedingt haben wollte, als es sie überhaupt noch nicht in Deutschland gegeben hat. Generell auch die Marke nicht. Und dann habe ich sie von meiner Schwägerin geschenkt bekommen, voll süß. Ja, sie hat es dann, glaube ich, aus England bestellt. Ja, und jetzt gibt es sie ja bei Müller überall. Und dann hier noch eine Palette von Zoeva, und zwar die Caramel Melange Palette. Da sind die Farben auch richtig, richtig cool. Und zwar sehen die so aus. Also matte und auch schimmernde Töne. Dann geht's weiter mit einer kleinen Palette von Art Deco. Und zwar sind da Korrektorfarben drin. Genauso. Cremetöne sind es auf jeden Fall. Ja, wir haben es gleich geschafft. Dann ist hier noch eine von Essence drin. Die ist überraschenderweise sehr gut pigmentiert. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ja, doch. Die Applikatoren, die können sich echt sparen. Ich weiß nicht, wer heutzutage noch sowas benutzt. Also ich nicht. Dann noch zwei Stück. Also ja, hätte ich auch sparen können. Dann habe ich hier noch eine von Revolution. Das ist ja ein Dupe zu der Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance, war das, glaube ich, Palette. Genau. So sieht die halt aus.
Dann haben wir noch eine Konturpalette und zwar von NYX. Die habe ich damals von Merve zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ist auch schon, glaube ich, wieder 2 Jahre her. Genau. Und ansonsten ist hier noch eine Palette von BH Cosmetics. Die ist sehr, sehr alt. Deswegen werde ich sie auch nicht rausholen, weil da ein paar Farben rausgefallen sind. Und wenn ich die jetzt aufhebe, dann habe ich das auch überall. Aber ich kann die mal so aufmachen. Ja, ihr seht, da sind halt ein paar rausgebrochen. Die Pigmentierung ist für den heutigen Stand eine Katastrophe, aber damals nicht. Und jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Etage. Und zwar ist das, ja, wie soll ich das erklären? Mein Haarschmuck, irgendwas. Das sind halt alle meine Haargummis und mein Glätteisen ist auch hier drin. Dann sind hier noch Lockenwickler, die ich noch nie in meinem Leben benutzt habe. Dann so Donutsachen. Dann so Schleifen. Dann Haarbürsten. Dann Haarreifen. So Mini-Haargummis. Dann ja, auch so ein Haarschmuck. Dann so ein Frisurenhelfer. Dann ist hier noch eine Pinseltasche drin. Dann sind hier noch so kleine Bürsten drin. Und Haarbänder sind hier noch drin. Dann Haarklammern noch. Und so weiter und so fort. Genau, ja, alles zum Thema Haare halt, ne? Genau, und hier sind dann halt noch Haargummis drin. Genau, das war's jetzt erstmal mit diesem Teil hier. Okay, machen wir jetzt weiter mit meinem Schminktisch. Und ich würde sagen, wir fangen von oben an. Ja. Also ich finde, es ist noch nicht optimal, so wie es ist. Also es gefällt mir irgendwie gar nicht. Es sieht auch irgendwie sehr, ja, weiß nicht, überfüllt aus. Ich habe so versucht, durch dieses Ding hier, die ganzen Sachen, werdet mir es nicht glauben, die ganzen Sachen, die hier drin waren, mit den Paletten, waren alles hier drauf oder hier drin. Genau, und trotzdem ist es noch so überfüllt. Ja, aber mal schauen, was ich noch so machen werde. Aber momentan sieht es so aus. Genau. Fangen wir mal hier an mit diesem Spiegel hier. Eigentlich habe ich schon so lange vor, hier einen großen Spiegel hinzumachen mit diesen Lampen. Aber ich komme irgendwie nie dazu. Genau, deswegen schminke ich mich meistens mit diesem Spiegel. Oder mit dem hier halt. Genau. Dieser Spiegel hat 2 Funktionen. Einmal ist es ein Spiegel und einmal ist es eine Schmuckaufbewahrungskiste. Die kann man nämlich hier aufmachen. Und dann kannst du deinen Schmuck hier drin aufbewahren. Auch wenn es nicht so aussieht, trage ich nicht so viel Modeschmuck, weil ich das leider nicht vertrage. Also Ohrringe überhaupt nicht. Und sonst den Rest kann ich vielleicht für ein paar Stunden tragen, so Armbänder oder Ketten, aber dann geht es auch nicht mehr. Deswegen, also früher war ich verrückt nach Modeschmuck. Es war wie meine heutige Sucht für Make-up, war das damals Modeschmuck, aber ja, mittlerweile hat sich das geändert. Genau. Das sind halt noch Überbleibsel von der damaligen Zeit. Ansonsten ist hier halt noch so eine Haarkette oder... keine Ahnung, Frisuren, Schmuck, Haarschmuck ist da noch drin. Dann sind hier noch ein paar Ketten, die ich hier nicht aufhängen wollte. Dann ein paar Armbänder, Ohrringe, noch mehr Armbänder, Ohrringe, Ringe. Und hier ist auch noch was, keine Ahnung, so genau was das ist. Ja, machen wir das schnell zu. Dann habe ich hier immer das hier stehen. Das ist so ein, keine Ahnung, so ein Spiegel mit Perlen außenrum. Und darauf habe ich 2 Liquid Highlighter. Und dann noch meine Nagellacke von. Dann noch meine Nagellacke von Beauty Loop. Der hier hat eigentlich nichts verloren. Der gehört mir gar nicht. Aber da steht hier irgendwie, genau, ansonsten hier meine 3 Nagellacke von Beauty Loop.
die benutze, also den hier benutze ich immer, den trage ich auch jetzt noch auf. Man sieht meine Nägel durch, erstens wegen dem Licht hier und zweitens, weil ich eine ganz dünne Schicht aufgetragen habe. Aber ohne dieses Licht hier sieht die Farbe viel, viel schöner aus. Genau, und so viel dazu. Ja, dann steht hier meistens noch mein geliebtes Chanel-Puder. Das hier. Und dann ist hier noch ein Puder von Laura Mercier. Steht hier auch, weil die da nicht mehr reingepasst haben. Und ja, an dem Spiegel ist hier noch so eine Haarklammer. Wenn ich ja, meine Haare offen habe und mich schminken will, dann mache ich die halt wieder nach außen. Dann ist hier noch mehr Schmuck, den ich letztens getragen habe und dann zu faul war, das da rein zu tun. Genau. Ansonsten ist hier noch mein Waschgel, was ich immer benutze, und meine Bürste. Dann ist hier noch so ein Aufsteller. Den habe ich vom DM, glaube ich. Bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber DM hat auf jeden Fall immer sowas. Dann ist hier noch drin so ein Pickelcreme. Dann eine Augencreme. Dann ist hier noch so ein Schwamm. Hier noch ein Schwamm. Dann eine Probe von einer Creme von La Mer. Dann ist hier noch dieser komische Schwamm. Ich weiß überhaupt nicht, warum der so gehypt worden ist. Das ist eine einzige Katastrophe. Das Einzige, wofür ich den benutze, ist, um Masken aufzutragen. Manchmal, aber auch nicht immer. Dann ist hier noch so ein Taschenspiegel drin. Und sonst sind da ganz viele kleine Proben, die ich noch testen möchte. Daneben sind Lippenstifte, die mir zu schade sind, um es in die Schublade zu tun. Das ist einmal... Hier, das ist einmal mein Chanel-Lippenstift, dein Lippenstift von Yves Saint Laurent. Die Farbe steht mir leider gar nicht. Ich habe den online bestellt, deswegen konnte ich den vorher nicht testen. Auf dem Bild sah der irgendwie anders aus. Aber ja, konnte den auch nicht mehr zurückbringen, weil ich den benutzt habe schon, also geswatcht habe. Aber die Verpackung ist so schön. Warte, die Farbe sieht so aus. An sich sieht die so eigentlich schön aus, aber wenn man den aufträgt, nee, gefällt er mir nicht. Dann habe ich noch hier zwei MAC-Lippenstifte. Ich hatte eigentlich mehr Lippenstifte von MAC, aber die haben mir gar nicht gefallen und dann habe ich die verschenkt. Ja, meine Cousinen haben sich da mehr drüber gefreut. Dann habe ich noch zwei Lippenstifte von Urban Decay. Und dann ist hier noch ein Chanel Lipgloss, ein Dior Lipgloss, eins von Shiseido, glaube ich, ja. Und dann ist hier noch so ein Duftöl drin. Genau. Nebendran ist hier noch mein Rizinusöl. Habe ich mal getestet für meine Wimpern und Augenbrauen. Damit sollen die ja schneller wachsen. Hätte ich immer noch benutzt, wenn ich nicht zwei neue Produkte gekauft hätte. Die befinden sich hier in dieser kleinen Schale. Hier sind halt noch ein paar Haargummis. Und dann ist hier noch ein Produkt von Catrice. Darüber werde ich aber auch noch mein eigenes Video machen. Und zwar soll es die Augenbrauen nach 4 Wochen sichtbar schneller wachsen lassen oder so. Und das hier werde ich euch dann auch in dem Video vorstellen. Und zwar ist es von Maybelline und soll dann ist halt ein Wimpernserum und soll die Wimpern dann länger und fülliger aussehen lassen. Genau, das teste ich so lange für euch und berichte euch dann auf jeden Fall davon. Ansonsten sind da noch so kleine Klammern drin und hier ist noch eine Probe für ein Seife, für, um die Pinsel zu reinigen. Hier ist noch eine Parfumprobe und ansonsten hier noch so eine Wimpernbürste. Genau. Und das war's auch dann damit. Dann habe ich hier noch so einen Teil, wo man die Wattepads reinmachen kann. Und ja. Ja, dann habe ich mir noch so einen Teil gekauft mit einer Marmoroptik. Ansonsten ist hier noch eine Lippenpflege von EOS drauf. Dann noch eine Lippenpflege. Dann eine Handcreme von Dove. Und ansonsten ist hier noch ein Spitzer, ein ja, Bodyspray. Den trage ich immer beim Schlafen auf. Ich weiß nicht, irgendwie beruhigt mich dieser Duft. Und dann habe ich hier noch ein Flakon. Das Parfum ist aber leer. Dann habe ich noch ein Parfum.
das ich von Amerika geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Und ich liebe diesen Duft. Das ist mein Lieblingsduft. Den trage ich jeden Tag. Und das hier habe ich von der Büscherei geschenkt bekommen gehabt. Und den mag ich auch sehr. Wie man erkennt, der ist schon fast leer. Und ja, ansonsten sind hier noch zwei Lidschattenpaletten drauf, die ich sehr, sehr liebe. Und zwar einmal die Huda Palette, die habe ich auch von Bishra damals geschenkt bekommen. Ups. Genau, da ist sie neu rausgekommen, die Palette. Und die konnte man hier in Deutschland auch noch nicht kaufen, denn hat sie dann auch im Ausland bestellt. Und hat irgendwie 20 Euro mehr bezahlt. Also ist ja nicht so, dass die Palette nicht schon an sich sehr teuer ist. Aber ja. Genau, die Huda Palette, die benutze ich eigentlich auch sehr oft. Deswegen steht sie auch hier und ist nicht hier drin. Genau, so sieht die Palette halt aus. Huda hat ja jetzt eine neue Palette rausgebracht. Und zwar die Nude Palette. Die muss ich mir auf jeden Fall auch besorgen, weil die sieht echt cool aus. Die andere Palette, die sie rausgebracht hat, habe ich mir jetzt nicht gekauft. Die Desert Dusk. Ja. Die habe ich mir nicht gekauft, weil die Farben einfach zu ähnlich sind zu der. Und da waren auch Töne dabei, die ich mit Sicherheit nicht getragen hätte. Ansonsten ist hier noch die Zoeva Matt Palette drin. Die hat auch sehr, sehr schöne Töne. Und wie man am Namen schon erahnen kann, sind da nur matte Töne drin. So sieht die aus. Genau. Also wer nach einer Palette sucht, die nicht so teuer ist, aber trotzdem gut pigmentiert und viele Brauntöne hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Und die habe ich einfach in so einen Serviettenhalter von IKEA reingemacht. Was gefühlt jedes Mädchen hat irgendwie. Und dann, genau, steht hier noch meine, ja, Lockenpflegecreme. Und dann habe ich hier noch drei Schwämme und meine zwei Deos, die ich täglich benutze. Genau, so ein Spray-Deo von Nivea und so ein Roll-Deo von Nivea. Genau, ansonsten ist hier nichts mehr oben drauf. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Schublade auf. Die Schublade ist nicht mehr so voll, wie sie mal war, weil ich immer wieder ausmiste und die Sachen dann verschenke. Entweder an meine Schwestern oder Cousine. Genau, aber schauen wir trotzdem mal rein. So sieht die aus. Ja, also wenn ich das so sehe, ist da trotzdem noch sehr viel drin. Aber fangen wir mal links an. Hier sind alle meine Foundations drin. Sind jetzt nicht so viele, aber auch nicht so wenige. Ja, also bis auf die beiden Drogerie-Foundations habe ich alle anderen weggegeben. Die aus der Drogerie, genau. Auch von MAC habe ich mal eine weggegeben und ich weiß nicht noch mal was. Auf jeden Fall, das sind jetzt meine aktuellen. Einmal die hier von Dior. Die ja, Dior Backstage Face and Body Foundation. Die sieht so aus. Eine wunderschöne Verpackung, oder? Die ist aus so einem Plastik, also zum Drücken. Ja, sehr, sehr schön, aber der Kopf ist ziemlich unpraktisch. Also wie ihr seht, sieht das wirklich alles nicht so schön aus, obwohl ich meine Sachen wirklich sehr, sehr sauber behandle. Aber ja, die, ja, weiß nicht, was da passiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, machen wir weiter mit der nächsten Foundation und zwar die All-Nighter Foundation von Urban Decay. Das ist so eine krass deckende Foundation. Ja, so halt. Die habe ich mal eine Zeit lang sehr oft benutzt, aber mittlerweile nicht mehr. Ja, weil meine Haut einfach zur Zeit so komisch geworden ist, dass ich so Foundation, die so extrem dickflüssig sind, gar nicht mehr benutzen kann. Also die hier ist extrem, extrem dick. Kann ich gar nicht mehr benutzen, weil meine Haut da irgendwie nicht mitmacht. Deswegen muss ich so flüssige Foundations benutzen, wie die hier von NYX. Die ist sehr, sehr flüssig. Aber auch, also ich finde die sehr, sehr gut.
Die habe ich mir für den Urlaub gekauft gehabt, wegen dem Ton und wegen, ja, der Konsistenz, weil die eben so flüssig ist. Ja, die deckt aber trotzdem ziemlich gut ab. Ja. Dann einer meiner Lieblingsfoundation, die von Marc Jacobs. Die liebe ich auch über alles, aber leider momentan immer noch zu dickflüssig für mich. Deswegen benutze ich sie jetzt auch nicht so oft. Dann habe ich hier noch die von NARS. Die habe ich, glaube ich, letztes Jahr in Frankreich gekauft. Ja, die ist mir aber mittlerweile zu hell. Aber im Winter passt sie vielleicht wieder. Deswegen behalte ich sie auf jeden Fall noch. Und die Foundation von Estee Lauder, die geht wirklich immer. Also es ist so ein Mittelding aus flüssiger Foundation und dickflüssiger Foundation. Also die ist auch richtig cool. Also ja, sie ist so ein Mittelding aus dickflüssiger und flüssiger Foundation. Aber die geht immer wirklich. Die benutze ich jetzt nicht so oft in letzter Zeit, weil die fast leer ist und... Weil die fast leer ist und ich einfach zu geizig bin, um mir eine neue Flasche zu kaufen, weil ich ja schon noch so viele habe. Deswegen spare ich die mir ein bisschen auf. Dann haben wir hier noch eine Foundation von Catrice. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch ein paar Primer. Und zwar den einen von Marc Jacobs. Dann habe ich hier noch den hier von Benefit. Leute, wenn ihr ölige Haut habt und ihr Probleme damit habt, tagsüber nachzufetten, dann besorgt euch diesen Primer. Ohne Witz. Den hier habe ich benutzt, der hat mir nichts gebracht. Aber ich glaube, der ist auch nicht dafür gedacht, um mattierend zu wirken. Aber der ist nichts für meine Haut. Den hier habe ich benutzt. Der war ganz okay, aber nichts kommt gegen den hier an. Ich weiß gar nicht, warum ich bis jetzt nicht drauf gekommen bin, den mir zu kaufen. Aber ich habe mir jetzt auch erstmal die Mini-Version gekauft, um den erstmal zu testen, weil ich irgendwie skeptisch war, weil ich bis jetzt keinen Primer gefunden habe, der mir wirklich geholfen hat. Aber der hier ist heftig. Werde ich mir auf jeden Fall, wenn er leer ist, eine große Version kaufen. Dann ist hier noch eine Base von MAC. Die habe ich geschenkt bekommen, aber noch nicht benutzt. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Genau. Was dann noch drin ist, ist meine über alles geliebte Marc Jacobs, der Bronzer. Genau. Das ist der Ton. Genau, ich liebe den einfach. Der ist so riesig. Und der Ton ist einfach nur wunderschön. Bitte. So sieht der Ton aus. Genau. Das packe ich jetzt mal wieder hier rein. Ah, und dann sind hier noch Abspültücher. Dann haben wir hier noch ein Fach. Genau, einmal mit diesem Puder hier von Too Faced. Sieht aus wie ein Highlighter oder Blush. Ist aber keins von beiden. Ist ein Puder, was man übers ganze Gesicht geben soll. Mein Gott. Okay, alles wird wieder gut. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber der schimmert ganz schön. Aber wenn ihr den aufträgt, dann schmeckt das nicht so krass. Genau. Habe ich jetzt auch noch nicht so oft benutzt, deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Aber es riecht nach Pfirsich. Ja, Pfirsich. Es riecht nach Pfirsich. Und dann haben wir hier noch einmal den Highlighter von Hatice, der Becker Highlighter. Ja, so sieht er aus. Den habe ich auch schon ein paar Mal benutzt, aber im Alltag trage ich einen anderen, deswegen... Ich habe kein Leben, Leute. Nein! Ja, was ich sagen wollte, ist, dass ich kein Leben habe und meine Sachen hier nicht austesten kann, weil ich von morgens bis abends arbeiten bin und auf der Arbeit keine Lust habe, irgendwie neue Sachen auszuprobieren oder Fullface geschminkt zu sein. Deswegen habe ich immer so meine paar Produkte, die ich wirklich immer jeden Tag benutze. Ja, und wie ich das Make-up mache, was für Produkte ich dafür benutze, zeige ich euch auf Instagram. Den Link zu meinem Account tue ich euch auf jeden Fall in die Infobox packen. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne vorbeischauen. Ansonsten ist hier noch meine Feuchtigkeitscreme drin. Und dann ist hier noch ein Puder drin, das ich schon mit 16 angefangen habe zu benutzen. Ein Kompaktpuder von Manhattan. Dann ist hier noch ein Concealer von Beauty Loop drin.
was ich jeden Tag benutze. Dann ist hier noch ein Concealer von Dior drin. Dann ist hier noch ein Liquid Highlighter von Becca drin. Dann ist hier noch ein Mini-Highlighter von Becca drin, und zwar den Opal. Den benutze ich jeden Tag. Genau, und noch ein alter Camouflage-Concealer von Catrice. Dann ist hier noch drin ein krasser Highlighter von Beauty Loop ebenfalls drin. Und Leute, ich glaube, dieses Video wird gar nicht mehr aufhören. Dann ist hier noch ein flüssiger Highlighter von L'Oreal drin. Ich mache mal ein bisschen schneller. Dann ist hier noch ein Highlighter von Maybelline, war es, glaube ich, ja. Dann einen noch von NYX. Dann ist hier noch drin von Bare Minerals ein Puder. Dann ist hier noch ein, ich glaube, es ist vom Bronzer. Nee. Dann ist hier noch ein Blush von Beauty Look drin. Dann hier noch ein Concealer von MAC. Noch einer von Maybelline, war das? Nee. Dann eine kleine Creme, die ich schon lange vergessen habe, hier drin. Dann ist hier noch eine Cushion Foundation von L'Oreal drin. Dann noch ein Banana Powder, was ich ebenfalls von der Beschreibung geschenkt bekommen habe. Dann habe ich hier noch einen Highlighter von P2, den ich eigentlich auch verschenken könnte. Oh, und diesen Puder, den habe ich gesucht. Von Manhattan. Dann ist hier noch ein Spiegel drin. Und eine Nachfüllpackung von dem Art Deco Puder. Den, was ist ein Puder? Das ist ein Translucent Puder. Dann ist hier noch eine Foundation Stick, was ich als Bronzer oder zum Konturieren damals benutzt habe. Genau, den könnte ich allerdings auch schon wieder verschenken. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Dann ist hier noch ein Concealer, was extra für die Augenbrauen gemacht worden ist. Von Catrice. Ich kann euch mal die Spitze zeigen. Ja, so sieht die Spitze aus. Also wie so ein Eyeliner eigentlich. Aber damit könnt ihr sehr präzise den Concealer unter den Augenbrauen auftragen. Genau. Dann kommen wir zu dieser Spalt hier. Und zwar sind hier, ja, das ist schon ein bisschen verbappt, meine Masken drin. Genau, Masken und Anti-Mid-Esser-Stripes sind da noch drin. Genau, dann kommen wir hier noch zu einem Fach. Und zwar sind hier meine Puder drin. Einmal ist hier ein Puder von Trend It Up drin. Ah. Dann ist hier noch eine Puderfoundation von Beauty Loop drin. Dann ein Studio Fix von MAC, der allerdings zerbröselt ist und ich nicht weiß, warum ich den überhaupt noch hier drin habe. Dann hier den Mary Luminizer Highlighter. Dann ist hier noch ein neuer Studio Fix drin von MAC. Dann ein Puder von Sephora, was ich auch aus Frankreich habe. Dann ein Puder. Hier, die Verpackung ist von Catrice, aber der Inhalt ist von Art Deco. Und zwar habe ich den Inhalt da reingeschüttet. Dann habe ich hier noch eine Puderfoundation von L'Oreal. Dann habe ich hier noch ein Blush von MAC drin. Dann ist hier noch ein Kompaktpuder in einer anderen Farbe. Ah ja, hier ist noch mein Hoola Bronzer drin von Benefit. Dann ist hier noch eine Lidschattenpalette, was ich als Highlighterpalette umfunktioniert habe von Trend It Up. Dann ist hier noch von Love ein Blush. Wie sieht denn der Ton aus? Ich hab's ganz vergessen. So sieht der Ton aus. Ziemlich pink und los. Was habt ihr dabei gedacht? Noch nie benutzt. Dann ist hier noch ein richtig cooler Highlighter drin. Die Verpackung ist ja mal richtig cool, oder? Den habe ich mir gekauft, als ich damals in Sachsen studiert habe. In Dresden habe ich mir den gekauft. Da gab es einen Kiko-Store. Ja. Diesen Highlighter. Also die Verpackung ist so cool. Da ist aber ein Spiegel mit dabei. Und ist magnetisch. Wie so ein Pokémon. Richtig cool. Ansonsten ist hier noch ein ganz, ganz alter Bronzer von Essence drin. Den habe ich auch schon lange da drin vergessen. Dann ist hier noch ein kaputter Pinsel drin, den ich aber ziemlich gut finde und deswegen nicht weggeschmissen habe. Dann sind hier noch Pinsel drin, die ich täglich benutze. Also die meisten Pinsel, die ich wirklich jeden Tag benutze, sind die von Zoeva. Den habe ich mir neu gekauft. Ist so ein Stippling.
Brush. Genau, den gab es in groß und in klein, aber ich wollte den kleinen. Dann ist hier noch ein Puderpinsel, ein Foundationpinsel, ein Highlighterpinsel, den ich aber nicht als Highlighterpinsel benutze, sondern um das Puder unter mein Auge wieder wegzuwischen beim Baken. Und sonst ist hier noch ein Concealerpinsel drin, noch ein Concealerpinsel. Den benutze ich als, ich weiß nicht, entweder für Blush benutze ich den oder zum Konturieren manchmal. Genau, den Pinsel, der ist schon mega alt. Den habe ich damals als Highlighterpinsel benutzt, aber der ist jetzt total ausgefranst. Den benutze ich, aber das war einer meiner ersten Pinselsets, die ich gekauft habe. Habe ich damals aus eBay bestellt und ich habe teilweise immer noch Pinsel davon, die ich benutze. Richtig gut. Also für den Preis, ich glaube, ich habe damals 13 Euro dafür gezahlt und fand es mega teuer. Aber wollte ich mir mal gönnen, ne? Genau, also die Qualität, ja, war ganz okay, aber das finde ich krass, dass teilweise die Pinsel immer noch gehalten haben. Genau, den hier benutze ich aber auch, um Masken aufzutragen. Ja, dann machen wir mit dem anderen Fach weiter. Hier sind nur Pinsel drin. Also alles nur mit Pinseln. Ich glaube, wir müssen nicht auf jeden Einzelnen eingehen, oder? Ich glaube, das wollt ihr nicht. Ja, deswegen ganz grob. Das sind einfach Pinsel von verschiedenen Marken. Verschiedene Größen, teilweise sind die auch doppelt. Genau, hier ist noch ein Zuiwa-Pinsel drin. Ja, so halt, ne? Oh Mann, es tut mir echt leid, das hört gar nicht mehr auf, ey. In dem nächsten Fach sind alle meine Lippenstifte drin. Ich kaufe mir nicht so viele Lippenstifte. Auch wenn das jetzt etwas anderes behauptet, aber ich bekomme auch manchmal welche geschenkt oder ja, mir gefällt einfach eine Farbe und ich kaufe sie, aber so viele Lippenstifte sind es nicht. Also es gibt Menschen, die besitzen bei weitem mehr, aber fangen wir mal an. Auf jeden Fall, bei dem ist schon komplett die Schrift weggegangen und bei dem ist er noch dran und zwar benutze ich diesen Lippenstift jeden Tag. Deswegen habe ich den auch zweimal, weil ich dachte, ich habe den einen verloren. Den habe ich dann aber wieder gefunden. Und bevor ich den gefunden habe, habe ich mir den natürlich vorher nachgekauft. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der eine dunkler ist als der andere, obwohl es beide die Nummer 75 sind. Ziemlich komisch. Naja. Dann haben wir hier noch zwei Lippenstifte von Fenty Beauty. Der Ton, den habe ich ein bisschen bereut gekauft zu haben, weil der mir zu hell ist leider. Aber der ist richtig cool, der rote. Genau, ansonsten seht ihr, überwiegt die Farbe Nude hier sehr stark. Wenn man die noch dazu tut. Ja. Ja. Dann war ich mal sehr, sehr lange verrückt nach diesen Babylips. Lippenpflege mit die halt so ein bisschen Farbe abgegeben haben, weil ich eine Zeit lang keine Lippenstifte mehr benutzt habe, also komplett gar nicht. Ich habe auch meine Sammlung damals einfach verschenkt. Da hatte ich genauso viele, mindestens genauso viele Lippenstifte und habe die einfach mal radikal alle verschenkt. Habe dann keine mehr benutzt, habe mich da auch kaum geschminkt gehabt. Und ja, dann habe ich nur noch diese Babylips getragen. Ein paar habe ich noch. Hier ist noch einer. Aber sonst habe ich die verschenkt auch. Hier ist noch einer von NYX. Dann, ich gehe jetzt auch nicht auf jeden einzelnen ein. Hier ist noch ein Lipgloss. Der Lip Injection von Too Faced. Der soll die Lippen ein bisschen aufplustern. Funktioniert minimal, lohnt sich aber trotzdem nicht für fast 30 Euro. Dann ist hier noch einer von Catrice. Bevor ich den hier entdeckt habe oder bevor die überhaupt rausgekommen sind, habe ich die hier benutzt gehabt von Catrice. Die haben so lange gehalten. Liquid Lip Powder. Richtig gut waren die. Und dann kamen die raus und haben die dann weggekickt. Hier ist noch ein Liquid Lipstick von L'Oreal. Dann ist hier noch einer von Maybelline in Rot aber. Dann mein Lieblingslipgloss von Marc Jacobs. Wenn ich einen Lipgloss auftrage, dann nur den hier.
Ja, ansonsten ist hier noch ein Lipgloss, den ich nie benutzt habe. Und ja, halt andere Lippen. Ansonsten sind hier noch mehr Lippenstifte von verschiedenen Marken drin. Genau so sieht das halt aus. Und dann ist hier noch, sind hier noch zwei Creme Blushes drin. Die habe ich auch total vergessen. Oder, oh. Hier ist noch so ein krasser Highlighter drin. Und noch zwei Blushes. Einmal von Catrice und einmal von Sleek. Hab hier total vergessen. Eigentlich gehören die nicht hier rein. Aber ja. Ich habe auch sonst keinen Platz. Genau. Ich räume dann später alles auf. Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Fach. Und zwar sind hier alle meine Wimperntuschen und Eyeliner und Augenbrauenprodukte drin. Hier sind halt von L'Oreal welche, noch einer von L'Oreal. Dann den, den ich momentan jeden Tag benutze, von Urban Decay. Einmal in Mini-Version, einmal in groß. Dann meine Augenbrauensachen. Hier nochmal Wimperntuschen, nochmal Wimperntuschen. Dann ist hier noch eine Packung Wimpern drin. Dann ja, so Glitzer-Wimperntusche. Dann bunter Eyeliner. Dann mein Wimpernkleber. Noch so ein Augenbrauenprodukt, was ich euch auch noch vorstellen will in einem anderen Video. Und zwar soll es dauerhaft die Augenbrauen färben. Genau, muss ich auch noch testen. Hier noch so ein Glitzer-Eyeliner, den ich sehr, sehr gerne getragen habe. Dann hier, was ist das? Ein Eyeshadow, der kommt eigentlich hier rein. Dann hier noch mehr Augenbrauensachen. Augenbrauen, Augenbrauen, Eyeliner, Augenbrauenzeug, farbige Eyeliner, Eyeliner, Gel-Eyeliner, noch ein Eyeliner, dann noch mehr Augenbrauenzeug und ja, halt so eine Sachen. Was ist denn das? Ein Kajal. Cool. Da kommt man da rein. Ja, also man verliert wirklich irgendwann den Überblick, was man alles so hat und was nicht. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich Sachen doppelt gekauft habe, weil ich gedacht habe, ich besitze die noch nicht. Aber ja, so sieht das aus. Und ja, wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir sind beim letzten Fach angekommen. Und zwar sind es die einzelnen Lidschatten. Und hier ist noch eine Wimpernzange dabei. Dann ist hier noch ein Lidschattenprimer. Hier ist noch ein Primer. Ich finde den von Essence besser als den von Urban Decay. Ja. Dann sind hier Glitzer drin. Dann sind hier noch einzelne Lidschatten von Beauty Loop drin. Da, ja, ansonsten Tesa ist da noch drin. Dann noch mehr Glitzer. Was ist denn hier noch? Ja, von Trend It Up. Von Essence. Mein Gel Eyeliner von MAC ist da noch. Und dann sind hier noch Glitzer von NYX drin. Noch einer von NYX. Dann von welcher Marke? Ich glaube, das war von Essence, die beiden. Hier nochmal. Boah, krass, Leute. Das hier war einer meiner ersten Lidschatten, die ich gekauft habe. Ein hellblauer. Da ist auch der Deckel schon kaputt, aber irgendwie kann ich mich nicht von dem trennen. Das ist so eine brutal hässliche Farbe. Wow, der ist ja krass pigmentiert. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich glaube, der ist auch von Essence gewesen. Aber ja, der ist schon mega, mega alt. Ja, ansonsten hier noch welche von Catrice. Dann habe ich welche noch von... Warte. Dann habe ich hier noch welche von Shiseido. Das sind so Creme-Lidschatten. Genau, einmal hier in so einem lilanen Ton. Obwohl die schon ein bisschen älter sind, sind die kein Prozent ausgetrocknet. Die sind immer noch so cremig und pigmentiert wie am ersten Tag. Also davon habe ich noch einen. Und zwar in so einem goldenen, gelblich-goldenen Ton. Und ja,
das war's. Also einzelne Lidschatten kaufe ich mir jetzt auch gar nicht mehr mittlerweile. Das war noch von der Zeit, als ich... Oh, hier ist noch eine von Shiseido. In so einem dunkellilanen Ton. Es war noch von einer Zeit, bevor ich mir Lidschattenpaletten gekauft habe. Genau. Hier habe ich auch schon sehr, sehr viel ausgemistet. Also Töne, die ich gar nicht, also lange nicht benutzt habe, habe ich alle verschenkt. Aber ja, hier ist trotzdem noch einiges übergeblieben. So sieht das Endergebnis aus. Obwohl ich weiß, dass ich das hier niemals in meinem Leben aufbrauchen könnte, kaufe ich trotzdem immer mehr. Ich weiß, es ist eine Sucht. Aber was soll ich machen? Ich liebe es halt. Ja, das war's dann mit der Schminksammlung. So, das war's mit dem Video. Weil sich das einige von euch gewünscht haben, habe ich das Video jetzt gedreht. Eigentlich wollte ich es nicht machen, aber wie gesagt, weil einige von euch gefragt haben, habe ich es dann doch gerne gemacht. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen zu irgendeinem Produkt habt oder wie der Schreibtisch heißt oder wie der Schminktisch heißt, aber ich glaube, das wissen mittlerweile alle, weil gefühlt jedes Mädchen den besitzt, oder sonst irgendwelche Fragen, dann schreibt sie mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen hoch freuen und über ein Abo natürlich auch. Und bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!